Willkommen bei Talk Concrete, der Podcast. Mein Name ist Ulrich Lotz und wir haben uns mit Beton und Betonbauteilen aufgemacht, die Zeitenwende im Betonbau, so das Motto der Betontage 2023, aktiv zu gestalten. Die erforderliche Transformation der Branche haben die Hersteller von vorgefertigten Betonbauteilen und Betonwaren wie Gestaltungsprodukten für den Garten- und Landschaftsbau aktiv eingeleitet. Und wir werden auch in unserem Podcast in den nächsten Monaten viele konkrete Beispiele und Innovationen sehen, wie dies schon heute geschehen kann, wenn die Auftraggeber die nachhaltigeren Produkte auch wählen. So, und ich freue mich sehr, dass heute Martin Kronemus bei uns ist. Er ist Vorstandsvorsitzender der Kronemus AG, großer Mittelständler und Familienunternehmer mit Standorten unter anderem in Baden-Württemberg und Frankreich, zwei Standorte. Daneben ist er sehr in der Branchenarbeit engagiert als Vizepräsident des Baden-Württembergischen Fachverbands der Branche, aber als langjähriges Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Betonverbands Straßen, Landschafts- und Gartenbau, aber auch als Verhandlungsführer der Tarifverhandlungen der Steine-Erden-Industrie in Baden-Württemberg, wo es um die soziale Nachhaltigkeit geht. Erste Frage heute an Martin Kronemus. Wie wird denn Nachhaltigkeit bei der Kronemus AG gelebt? Ich glaube, alle Mitarbeiter ziehen mit in puncto Möglichkeit, keine Verschwendung zuzulassen und sorgsam mit dem Produkt umzugehen. Schon mein Vater hat angefangen 1973 mit einer Kläranlage, wir hatten damals die erste Schleifanlage, die Produktionsabwässer zu reinigen. Das überfordert eine örtliche oder in Iwitzheim eine Kläranlage, Betonabwässer. Dann haben wir halt dann selber gebaut und haben das jetzt in der x-ten Ausbaustufe natürlich immer wieder angepasst. 50 Jahre. Ja. Wir liegen teilweise neben Kieswerken, haben aber auch alternativ an Standorten, wo halt keine Kiesensandvorräte in der Nähe sind, zum Beispiel Heilbronn werden wir per Schiff versorgt. In Messier-le-Metz in Frankreich haben wir uns mit einem Steinbruch zusammengetan, haben einen Bahnanschluss investiert. Sehr ungewöhnlich. Also einen vorhandenen Bahnanschluss verlängert und erweitert, um einfach die Versorgung zu sichern. Andererseits auch auf dem alternativen Wege, ein Zug sind 52 LKWs, ans Material zu kommen. Also hier gibt es gelebte Sachen. Wir reinigen intern alle möglichen Sachen. Wir versuchen auch Abstoffe zu vermeiden und wiederzuverwenden. Das ist also bei uns gelebte Technik, neben den üblichen Dingen wie Stromsparen, mit Zement sorgsam umzugehen und so weiter. Das ist, ja, sag mal, Handwerk. Ist zwar aus Baden, aber trotzdem ein schwäbisches Prinzip, nichts wegzuwerfen, ist immer die gelebte Nachhaltigkeit. Heute nehmen wir ein Produkt in den Fokus, das Neues, das auch auf der Bau in München vorgestellt wurde. Das ist eine neuartige Blockstufe, wie es im Außenbereich bei der Stadtgestaltung vielfach eingesetzt wird, um Höhenunterschiede zu überwinden. Das Besondere dabei ist, dass sie mit viel weniger Material auskommt und doch ähnlich belastbar ist. Wie funktioniert das und was bewirkt es auch im CO2-Fußabdruck? Die Blockstufe ist für sandgestrahlte oder geschliffene Anwendungen im Außenbereich, wird gegossen und hat halt innen einen Hohlkörper, der aber offen bleibt. Wir haben die Stufe aber nicht komplett ausgereizt in puncto Hohlkörper, sondern es gibt ja auch Praxisprobleme in der Baustelle, die Maße stimmen nicht. Also man kann auch links und rechts was ablängen. Aber letztlich fehlen dann je nach Größe der Stufe zwischen 35-40% des Materials. Statt 3 Tonnen trägt eine Stufe hohl aufgelegt, dann wird eine Blockstufe nie aufgelegt, 2 Tonnen. Mhm. Also ein flapsiges Beispiel, statt ein Elefantenbundel hätte es ein Giraffenbullen. Also Belastungen, die nie vorkommen. Bei uns war die Grundidee, was brauche ich eigentlich an Material, um den realen Belastungen standzuhalten. Und da in der heutigen Zeit hilft nicht das Motto, viel hilft viel, sondern man muss sorgsam mit dem Material umgehen. Dann haben wir den Hohlkörper entwickelt und 40% weniger Material heißt 40% weniger Zement. Und dann ist auch der CO2-Gehalt natürlich deutlich geringer, also um die 40% als bei einer Standardblockstufe. Wie wird das angenommen, das Produkt im Markt? Das hat jetzt die ersten Aufträge. Wir haben eine Anlage dafür gebaut, in der wir das auch hochprofessionell herstellen. Und es wird gut angenommen. War natürlich am Anfang die Frage, was hält das aus? Klar, was passiert im Hohlkörper? Aber da passiert eigentlich nichts. Wenn sich ein Tier einnistet, dann nistet sich halt ein Tier ein. Ja, klar. Das ist auch nicht so schlimm in einem Garten. Und in städtischen Bereichen fällt das gar nicht auf. Man sieht ja nichts. Man sieht eigentlich nur den Effekt zum Schluss in der CO2-Bilanz. Das heißt, man hat weniger Transport, man hat weniger am Haken. Meistens werden ja Blockstufen doch maschinell versetzt heutzutage. Ja, klar. Und der Endkunde sieht überhaupt keinen Unterschied zu einer Standardblockstufe. Aber mit dem Material wurde halt entsprechend sorgsam umgegangen.
benötigen wir auch Produkte, die einfach dünner sind und den gleichen Zweck erfüllen wie früher benutzte Produkte. Ja. Das ist also unser Weg auch. Man kann nicht nur am Zement rumbasteln oder hier CO2 sparen, sondern man muss auch schauen, alles Ingenieurprinzip bemessen und schauen, was ist nötig, um den Effekt zu erzielen. Ja, das sehen wir hoch bei den Tragwerksplanern. Denen kommt auch eine wichtige Aufgabe zu. Die können auch in der Konstruktion schon einiges rausholen. Wir haben da mal Fachwerkbinder und solche Sachen gehabt. Das passt eben auch von Galaba. Wir haben hier vieles vom Produkt gesehen schon hinter uns und deshalb bin ich gespannt, wie sich das weiter durchsetzt. Man sieht ja am Bild, von oben sieht es gleich aus und von unten hat es halt seine spezielle Optik. Ja, es sollte zur Normalität werden, sage ich mal. Das wäre gut. Ja. Ein großes Themenfeld bei uns in der Branche ist ja auch die Kreislaufwirtschaft, das Recycling. Welche Rolle spielt es bei einer Betonsteinproduktion, das ja doch der Hauptproduktbereich ist, auch von Kronimus. Also einerseits Restmassen in der Produktion verwenden, aber auch die Recyclingfähigkeit oder Wiederverwendung von Pflastersteinen, wenn sie mal ausgebaut sind. Wie sieht es da aus? Wir machen im Augenblick aktuell keinen Stein mit gebrochenem Material aus Ausschuss oder von draußen. Wir verwenden zum Beispiel die Schlemme aus dem Schleifen. Wir verwenden Brauchwasser. Man darf nicht übersehen, dass in dem Betonwerk viel Wasser anfällt zum Reinigen der Mischer, zum Schleifen und so weiter. Also im Hinterbeton, wir haben ja ein zweischichtiges Produkt, kann man durchaus Brauchwässer verwenden, braucht nicht Frischwasser. Okay. Das ist natürlich auch eine Riesenkomponente. Unser Ausschuss geht im Anblick in den Straßenunterbau. Wir achten halt immer darauf, dass der Energieeinsatz gering ist. Also ein Material 3 bis 4 Mal aufzubereiten, damit es wieder für Beton brauchbar ist, das ist nicht unser Weg, weil den Energieeinsatz, den bekommt man nie mehr wieder raus. Ja, klar. Sondern möglichst wenig anfassen, das heißt wenig Energie einsetzen und dann sinnvoll einsetzen. Ob ich nur die Tonne Kies im Material spare oder im Hinterbeton hinter einem Bordstein spare oder im fünften Stock eines Hochhauses, ist eigentlich egal, die Tonne Kies ist gespart. Aber das Thema muss einfach sein, auch möglichst den Energieeinsatz im Wege zum Recycling gering zu halten. Also nur Upcycling oder 1:1 verwenden und dann einen riesen Energieeinsatz dahinter zu halten, halte ich ingenieurtechnisch für einen falschen Weg. Ja, große Diskussion, vor allem im Hochbau, wo natürlich immer mehr Recyclingmaterial im Hochbau gefordert wird, nur dann fällt es halt im Straßenbau. Ja, und dann wird da wieder das Primär. Man muss immer schauen, wie oft muss es aufbereitet werden, damit es sinnvoll eingesetzt werden kann. Und da ist für mich der Knackpunkt, weil ich, ob ich Energie nun beim Aufbereiten verwende oder beim Reinigen verwende oder beim Gewinnen oder in der Produktion verwende, ist eigentlich egal, die Energie ist weg. Wie so oft, die Gesamtenergiebilanz wird selten berücksichtigt, es wird immer nur der eine Schritt so berücksichtigt. Und das muss man einfach, in der heutigen Welt muss man einfach den Gesamtenergiebilanz sehen. Weil die Energie wird knapper werden, sie ist teuer, das Signal ist ja klar ausgesandt und da muss man auch sorgsam letztlich, um das Produkt kaufbar zu halten, damit umgehen. Und nicht nur ideologisch sagen, das muss jetzt passieren. Davon halte ich gar nichts. Ja, und der Pflasterstein, der Betonpflasterstein, hat ja den großen Vorteil, wenn zum Beispiel eine neue Leitung verlegt wird unter dem Gehweg, unter der Straße, dass er ja grundsätzlich einfach wieder einbaubar ist. Ein Pflasterstein, der dauerhaft gefertigt wurde, ist x Jahre wiederverwendbar. Also wir haben auch in unserer Gemeinde, sieht man es ja mehr als draußen dann, da wurden jetzt 3-mal Leitungen verlegt, man sieht nichts. Die Steine wurden aufgenommen, Graben gezogen, Leitung rein. Zum Schluss waren es halt Breitbandkabel statt Wasserleitung drüber gelegt. Das Material liegt jetzt schon teilweise 30, 40, 50 Jahre und das ist nachhaltig. Bei anderen flächigen Baustoffen sieht man natürlich hässliche Spuren oder muss alles zerstören. Ja gut, das ist ja oft der Asphalt, den kann man nur ausbauen. Aber auch gegossener Beton oder so hat natürlich so seine Nachteile in der Beziehung. Der Pflasterstein ist ein Produkt, ausnehmen, Pflasterbett wieder richten, reinlegen, weiter. Maximale Wiederverwendbarkeit im Originalzustand, das ist ja das Tolle. Ja. Vielleicht noch reinigen, das war alles. Ja, am Schluss blicken wir immer besonders in die Zukunft und da wollen wir ja alle klimaneutral sein, klimaneutral produzieren. Wie ist der Weg dahin? Welche Beispiele gibt es, um auch ein Stück diese Klimaneutralität? Ich habe gesehen, es gibt immer mehr Solarfelder auch auf Bagger sehen, wie kann das passieren, aber wie kann auch der Gesetzgeber dazu die richtigen Rahmenbedingungen setzen oder die falschen verhindern? Also als Produzent hat man im Augenblick bei Stand der Technik jetzt nur die Möglichkeit,
energiealternativ, zum Beispiel durch schwimmende Solaranlagen zu erzeugen, Solaranlagen auf Dächern oder wenn man entsprechende Gelände hat, Windräder, nicht die Nachbarschaft. Das ist die eine Möglichkeit. Dann den Energieverbrauch in allen begleitenden Prozessen, Aushärtung, Mischen, Transportieren und so weiter, auch das einzuschränken. Bei unserem Pfad zur Nachhaltigkeit spielt natürlich der Zement eine Rolle. Die Zementindustrie ist dran, CO2 zu versenken. Sie will CO2 mit Wasserstoff umwandeln in Alternativbrennstoffe, E-Fuels. Mhm. Das ist ein Weg, um das leider aus chemischen Gründen entstehende CO2 zu reduzieren. Das ist ja jetzt nicht aus Spaß gemacht, sondern es ist halt leider ein chemischer Prozess, der so ist, wie er ist. Man setzt Füller ein. Wobei die Füller mit der hydraulischen Wirkung sind halt Steinkohlenflugasche und Hüttensand. Ja. Das ist nicht gerade so zukunftsträchtig. Das Kalksteinmehl ist zukunftsträchtig, hat aber leider keine chemische Reaktion. Ja. Also da sind uns irgendwo die Hände gebunden. Aber auf dem Weg geht die Zementindustrie auch mit Probewerken in Deutschland voran. Mhm. Wir selber versuchen natürlich alle Begleitprozesse energetisch optimal zu gestalten, um möglichst wenig Energieeinsatz zu haben im Produkt. Mhm. Wobei man eins bedenken sollte, auch bei Weiterentwicklung der Zemente, es gibt viele Auflagen für die Zementer. Das Problem ist, nur was untermischen bringt nicht immer alles. Ich habe sehr verschiedene Anwendungsfelder, da war auf den Ulmer Betontagen ein toller Vortrag. An der Innenwand eines Gebäudes kann ich ein CEM4-Zement nehmen, der muss zur Not das Bücherregal und das Bild halten. Mhm. In einer Außenanlage, die Frosch-Tausalz beaufschlagt ist, habe ich natürlich ganz andere Ansprüche. Und Nachhaltigkeit heißt auch, dass ein Produkt 50 bis 100 Jahre hält. Oder das Pantheon hält jetzt seit 2000 Jahren. Mhm. Also nachhaltig heißt nicht, irgendwas kurzfristig CO2 einzusetzen, was zu punchen, wie ich sage immer. Und dann zerfällt das Produkt nach 5 Jahren. Das wird man nie rausholen können, sondern ein Produkt muss, das ist auch die Erwartung des Kunden schlicht, 50, 60, 70 oder mehr Jahre halten. Und da muss man entsprechende Baustoffe haben für die entsprechende Anwendung. Mhm. Also hier ist ein spezifischer Einsatz, Innenwand, Außenanlage und so weiter da. Und man muss den Gesamtenergieeinsatz sehen. Also es wird immer noch einen Markt für CEM1-Zemente geben, so wie es für CEM4-Zemente gibt. Man darf das nicht gesetzlich vorschreiben. Und der Gesetzgeber muss etwas flexibler werden und entscheidungsfreudiger, sei es bei Genehmigung von Solaranlagen, sei es in der Gesamtbetrachtung des Energieeinsatzes. Man misst ja auch nicht den Sprit ab Raffinerie, sondern guckt, was ein Porsche oder ein Dacia Logan verkauft. Mhm. Und so muss man auch sehen, was ist im Endprodukt drin. Und da hat natürlich der Produzent viel mehr Möglichkeiten als ein Rohstoffproduzent. Mhm. Das wünsche ich mir für die Zukunft, dass hier auch dieser Ansatz des Gesamtenergieeinsatzes im Endprodukt kommt und nicht nur bei Vorprodukten. Da müssen wir ein Regelwerk schaffen, das natürlich immer braucht, bis es in die offizielle Sichtweise kommt. Es gibt aber EPD. Es gibt die EPD, völlig richtig. Das weist es nach und dann kann man sich, wenn die EPD sich verbreitet und vielleicht mit weniger Auflagen versehen wird, dass sie auch bezahlbar sind, dann kann man mit diesem Instrument, sagen wir, viel besser nachweisen, wie nachhaltig ein Produkt ist, also mit irgendwelchen Vorschriftereien. Ja, also ich glaube, wir müssen die Sichtweise ein Stück ändern. Also nicht nur im Hochbau, sondern auch im Tiefbau oder im Garten- und Landschaftsbau, wo einfach die Lebensdauer und der Energieeinsatz im Produkt das neue Maß der Dinge werden müssen. Es gibt ja auch vergleichende Ökobilanzen, dass die zeigen, dass das Produkt aus der Nähe einfach kaum zu schlagen ist. Ja, die Regionalität hat man auch. Also wenn 10.000, 15.000 Kilometer Fracht dazwischen liegen, kann man eigentlich in einem Betonwerk machen, was man will. Ja, klar. Die CO2-Werte wird man nicht erreichen. Also Kieserbau ist natürlich was für die Nähe. Und wir gucken nach vorne und ich sage herzlichen Dank, Martin Kronemus, für den heutigen Besuch im Digitalstudio von Talk Concrete. Wir werden in Kürze weitere Beispiele zeigen, wie mit Betonbauteilen die Transformation aktiv und nachhaltig gestaltet wird. Besuchen Sie dazu auch die Betontage vom 14. bis 16. Mai 2024 mit vielen Innovationen und bis dahin stay tuned. Vielen Dank.